Ja, Leute, wie ihr seht, wir sind nicht ganz die schlechtesten, aber das Quäntchen Glück fehlt, um das Spiel zu gewinnen. Deshalb leider nur ein 1:1. Mal sehen, welcher Gegner als nächstes auf uns trifft. Ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf reinzubringen. Und so geht es also in diese Partie. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges. Wieso kann Silsturm besser? Alaba. Keine Ahnung. Schade, dass man kein Koop-Freundschaftsspiel machen kann, finde ich immer. Das wäre so ein Ding, wo ich sage. Der entscheidet auf Vorteil für die Münchner. Jetzt geht vielleicht da hast du aufgemacht. Lewandowski. Da hast du die mit da aufgemacht. Ja, na, die Reaktion ist halt nicht mehr die beste. Ja, das glaube ich. Da, Aber hätten die nicht Lewandowski gehabt, wäre der Ball auch nicht reingegangen. Wir schauen kurz definitiv auf die nicht. Uhr. 7 Minuten hat es nur gedauert. Jetzt wird's gefährlich. Sergio Ramos jetzt. Boateng jetzt. Der Lümmel hat hinter ein Tor passiert. Und Lahm. Es gibt Abstoß. Gottchen. Naja, eben haben wir auch eins kassiert und... Ronaldo am Ball. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt vielleicht. Den Ball hält das gibt's doch nicht, ey. Ich krieg den Torwart hier nicht überwunden im Scheißspiel. Der ist wie so ein Panzer. Das wäre die ganze Bude zugenagelt. Da ist der Ball weg. Nur Marcelo. Rodriguez. Da trennt er ihn vom Ball. Ey, es ist zum Kotzen. Sehr gut von Pepe, er hat den Ball. Abseits. Oh, was macht er denn da? Da war er klar im Abseits, darüber müssen wir überhaupt. Dafür kriege ich gelb, wa? Gibt jetzt hier doch noch gelb. Das Abseits. Da hat er zunächst den Vorteil abgewartet. Ja, wie ich finde, das Spiel gut laufen lassen, aber das Foul ist natürlich gelbwürdig. Hummels. Zu den vielen Stärken von Mats Hummels zählt ja auch seine kluge. Oh, was macht er denn da? Das hast du schön gesagt, Wolf. Seine langen Pässe nach vorne meist präzise und damit dann auch immer gleich gefährlich. Da trennt er ihn fair vom Ball. Ja, mit Sicherheit. Müller jetzt vielleicht mit der Möglichkeit. Jetzt der Schuss. Also das Dribbling muss echt rausgenommen werden. Das ist voll übertrieben. Das ist nie im Fußball so. Niemals. Also jeder, der was anderes behauptet, der hat noch kein Fußballspiel gesehen. Da schickt er den Mitspieler. Da rollt der Ball ja nur. Den nimmt sich der Torhüter ganz locker. Benzema. Das könnte die Chance werden. Arsch. Klasse Einsatz, aber kommt auch schon wieder verletzt hier. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt. Die Spieler halten noch nicht mehr viel aus bei FIFA 17. Groß. Er steht was? Zwei Stück im Abseits. Ja, die passen sich der Zeit an. Hummels. Wieso? Sind viele verletzt im richtigen Fußball? Einmal Hummels in Topform. Oder was? Dürfte wohl in dieser Welt spielen. Was meinst du, Buschi? Ja, bin ich bei dir. Steht ja nicht nur defensiv gut. Wenn sie hinfallen und ein Bubu haben. Das, was du heute also von einem modernen Innenverteidiger sehen möchtest. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Wenn Bubu ganz doll Aua tut. Oh, das ist doch kein Schuss. Genau. Jetzt Boateng.
Und Müller. Aus. Philipp Lahm am Ball. Jetzt nochmal die Bayern. Tolle Aktion von Thomas Müller hier. Er geht vorbei. Benzema. Rodriguez. Freistoß für Real Madrid. Thomas Müller. Fairer Einsatz hier. Und da verlieren sie den Ball. Eine unglaubliche Serie, Buschi. Seit dem 30. Januar 2007 ist die Allianz Arena bei allen Heimspielen des FC Bayern ausverkauft. Ja, und dabei ist auch egal, dass die Kapazität des Stadions in zwei Stufen erweitert wurde. Es scheint so, als könnten sie hier auch 100.000 Karten pro Spiel verkaufen. Karim Benzema jetzt. Super Einsatz! Da kann er ihn stoppen! Genau, wird das rumgehackt, vollkommen Schwachsinn. Ja, so kennen wir ihn. Technisch einwandfrei und überlegt bringt er den Ball da im Kasten runter. Und lässt alles dabei so leicht aussehen. Das 2-0, Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Und das gibt Vorteil für Real. Oh. Und das gibt Freistoß gegen die Bayern. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Und er gewinnt den Zweikampf. Alter Verwalter, das gibt's doch nicht. Die Nachspielzeit wird angezeigt, 3 Minuten gibt's. Real Madrid im Vorwärtsgang jetzt. Ey. Abwehr hat aufgepasst. Gibt nichts. Das ist doch ein Witz. Lewandowski jetzt am Ball. Der hat mich doch komplett geblockt. Steil gespielt. Und der Ball auf Lewandowski. Und dann pfeift er ab. Naja. 2-0 zur Halbzeit. Ach Gottchen, ach Gottchen. Das Spiel läuft wieder Bayern vorne. Mal sehen, wie es weitergeht. Das Ganze rumgegaukelt und hat rumgetrickst. Das ist doch... Das Rotz, das finde ich absolut Rotz. Thiago jetzt. Den Ball fängt Pepe ab. Und genau für den Ball Scheiß mussten. Und genau für den Scheiß mussten sie das Spiel langsamer machen. Nun Benzema. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Ronaldo am Ball, das könnte gefährlich werden. Gut aufgepasst. Groß am Ball. Auch das Verteidigungssystem ist nicht gerade so die Wonne. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Ach ja. Jetzt die Flanke. Der Ball kam gar nicht so schlecht, aber sie können trotzdem klären. Da trennt er ihn vom Ball. Und der Ball zu Müller. Jetzt die Bayern im Angriff. Die Defensive steht. Fünfmal den Ball erobert und fünfmal kriegt der Gegner wieder. Nun Benzema. Der Angriff könnte was werden. Cristiano Ronaldo. Doch, das gibt's nicht, ey. Das gibt Ecke für Real.
James Rodriguez. Genau. Zeig mal, eure Spieler, die kuscheln ja mehr. Ja, wir sind ja auch mehr für Kuschelfußball. Kuschelfußball. Ein neuer Sport ist erfunden, Kuschelfußball. Der drückt und... Ach, das gibt's doch nicht. Alaba. Schnell noch ein paar Worte zu David Alaba. Toller Fußballer der Österreicher, oder? Absolut, Wolf. Für mich einer der besten Außenverteidiger der Welt. Und nur das verhindert aktuell, dass er einer der besten Mittelfeldspieler der Welt wird. Am Ende ist völlig egal, wo er aufgestellt wird. Der macht immer seinen Job. Da geht er dazwischen. Und Alonso. Jetzt wird's gefährlich. Das wird nicht gefährlich. Die Flanke war einfach nicht gut genug. Cristiano Ronaldo. Er geht an Alaba vorbei. Oh. Einwurf jetzt. Und nun Bale. Da trennt er ihn vom Ball. Und Thiago. Abseits. Real Madrid kriegt hier den Vorteil. Und Ronaldo, oder? Steht im Abseits. Ach genau, wir kriegen den Vorteil und stehen im Abseits, oder was? Ja, das ist FIFA-Logik. Ja, stimmt, gibt ja auch keinen Rückpass. Oh Mann. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Gareth Bale! Und jetzt Bale, vielleicht gibt's die Möglichkeit. Da hat der Abwehrspieler gut mitgespielt und fängt den Pass ab. Und jetzt Vidal. Und Alaba. Es gibt Einwurf. Das könnte eine Gelegenheit werden. Ach, schön vorgelegt. Lewandowski. Ach. Da ist der Treffer für die Münchner. Da stehen 5 Abwehrspieler und alle gucken zu. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Super durchgesetzt. Benzema führt hier den Ball. Und genau, kurz vorm Schuss werde ich schon umgemäht, oder was? Da verlieren Sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Und nun Alaba. Ich gehe hin. Defensiv ist gut organisiert, da kommen Sie nur schwer durch. Oh, leck. Lewandowski. Modric. Sehr guter Einsatz. Nun Lewandowski. Er setzt sich durch. Jetzt siehst du den Plan weg. Ich kann den Torwart nicht rausholen, das gibt's nicht. Warum hast du den Plan weggezogen jetzt? Das war schon Treffer Nummer 3 heute für Robert Lewandowski. Unglaublich. Oh, jetzt muss ich mir den Hessler dann angucken. Ja. Scherase, wir ignorieren dich mit Absicht. Der macht ein überragendes. Okay, wer wird nur? Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Was schreibt er denn, sein Siegschuh bringen oder was? Nee. Stark von Jerome Boateng. Was schreibt er denn? Das ist der beste FIFA-Spieler. Nee, das sogar ich den vorhin Neschmann. Das war Zister. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegner? Ja, geschrieben, ja. Warum immer Bayern? Ignoriert mich nicht, ich wusste es. Flanke kommt, wird das eine Chance? Gut aufgepasst. Wieso, wir spielen mit Bayern? Ich bin doch Real Madrid. Kommt die Ecke. Dann pass doch mal auf. Das Spiel geht Mann. In die letzten Minuten. Die Bayern werden wir liegen hinten. Wir führen nicht, wir liegen hinten. Keeper war dran, er faustet den Ball weg. Noch schlimmer. Und der geht jetzt mal nicht rein. Wird nie ein FC Bayern nehmen, niemals. Auch ihm wie sind die FIFA verstanden haben, vorbei. Weißt du? Also, die Fußball verstanden mehr. Haben. Aber okay, FIFA verstehen, genau das ist es. Das könnte gefährlich werden. Ach, vollkommen unlogisches Spiel. Gute Idee, aber der Pass erreicht Lewandowski nicht. Das kann doch nicht sein. Warum jetzt oder? Warum geht der rote Spieler nicht ran?
Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten gibt es oben drauf. Der Ball wird abgefangen. Da kommt Groß. Ja, rot von hinten in die Beine. Bis zum Schluss. Nochmal oh, tschüss. Lahm für ewig gesperrt. Da gibt es den Platzverweis. Eine dumme Aktion, Wolf. Das kann man nicht anders sagen. An der Stelle so reinzugehen, da ist er selbst schuld. Vollkommen unnötig. Bei 14:0 rupt er sich noch um. Und da ist es. Der Schiedsrichter entscheidet. Yeah, ich glaube, das ist der. Ein Glück, dass wir nicht absteigen können. zu 0. Was ist denn hier los? Bin enttäuscht, Jungs. Ich auch. Ist klar, Silstorm. Den hätte sogar Mieze reingemacht. Ich weiß, dass den jeder reingemacht hätte. Außer Erle. Arschloch. Ja, Scheraza, was soll man da machen? Wir haben nicht gesagt, dass wir gut spielen. Wir haben gesagt, wir streamen. Wir haben gesagt, wir versuchen zu bessern, um aufzusteigen. Ja? Das ist ja viel genialer, wenn wir irgendwann aufgestiegen sind, als wenn wir jetzt dumm rumquatscht und es am Ende selber nicht streamt. Er hat ja gerade geschrieben, nur ich bin schlechter in FIFA. Wer, Scheraza oder Silstorm? Scheraza. Schade, ich würde gerne mal mit Scheraza und Silstorm gegen uns zwei Korb spielen. Also, schade, dass es die Funktion nicht gibt, ey. Oder gibt es die? Hat jemand gefunden, dass man Korb-Freundschaftsspiele machen kann? Nee, ich glaube nicht. Durch Zufall vielleicht, ja. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel an sich ist vollkommen verändert. Also es ist A, langsamer geworden, es ist B, Verteidigung. Wenn du die nicht drauf hast, das Timing nicht hast, kannst du sie vergessen. Und Schuss irgendwie, wo ich sage, ey, komme ich nicht klar. Auf gut Deutsch komme ich mit dem ganzen Spiel nicht klar, aber ich versuch's. Ja, wir versuchen es, wir geben unser Bestes. Aber jedes Jahr, da kommt die Diskussion, jedes Jahr kauft man sich wieder FIFA. Also wo man eigentlich denkt, so ein Scheiß! Ja, warum schenkt man den EA die Kotzkohle wieder in den Hals? Man macht's trotzdem wieder. So ist dann. Das ist wie bei COD, bei Battlefield und sonst überall. Eigentlich sind wir dumm, Alter. Gut, bei COD habe ich mich zum Glück unter Kontrolle. Hab nur FIFA 15. Alter, wie weit bist denn du nach hinten? Jetzt vielleicht oh, faul. Wir sind noch früh im Spiel, da reicht Freistoß. Komm, da gibt direkt ein Gelb. Hier muss er nicht. Wer hat noch hinten in die Beine? FIFA 15. Der hängt ja ganz weit hinten. Boah, FIFA 15, wie lange ist denn das her? 2 Jahre? Konnte man da beim Koop spielen? Ja. Warte, ein Jahr dann krieg ich's gratis. Das gibt's da bei EA Access. Zum Sonst. Da kommt jetzt sobald UFC 2 rein. Ultimate Fighting. Das war doch ein bisschen oh. Ja, den Freischuss ist aber nicht direkt ausgeschossen. Das Ding geht ganz. Ja, Leute, wenn ihr Tipps habt für uns, könnt ihr die gerne reinschreiben. Viel hat er nicht gefehlt, vielleicht ja beim nächsten Mal. Ach ja. Ach. Jetzt haben wir hier so Drückbehinderte. Aha. Ah, das ist bestimmt ein Ricky über die Tasche gestartet, die bei uns liegt. Genau. Genau. So ein Ricky. Piqué. Rakitic. Ja, da trennt er ihn vom Ball. Macht eigentlich der Mann, Mieze? Ich hab keine Ahnung, der hängt seit heute Nachmittag in Mafia rum. Ich glaube, der pennt. Eingeschlafen? Echt? Reagiert nicht mehr? Was ist denn jetzt schon wieder? Wir haben auch schon 5-mal eingeladen, aber. Aber geschrieben hat er mir vor uns. Und Rakitic. Ich mag er mich nie mehr. Level auch ein Baby haben.
bist. Hör auf. Nun erfüllt? Ne. Hör auf! Gottes Willen, kein Kind! Oh nein! Oh. Nein, das hast du jetzt davon. Barcelona bekommt eine Ecke. Klein hat auch gleich Schreck gekriegt, konnte leider den Ball nicht mehr abwehren. Kinder, um Gottes Willen! Also ich find's was Schönes. Piqué! Oh, ja, Piqué! Ja. Selbst jetzt zu sehen. Also Kinder bewirken wahre Wunder. Aber nicht besonders gut verteidigt und so fällt hier das Tor. Ja, Wunder. Ach, wenn ihr immer so eine Maus im Arm haltet, dann seht das gerade alles ganz anders. Jetzt haben wir die erste Führung in diesem Spiel. 9 Minuten hat es gedauert. Warum geht denn der weg? Die ist so niedlich, so knuffig. Wer geht weg? Auf ganz dein Bubu. Gut von Pepe. Und da verlieren sie den Ball. Und jetzt Ala Turan. Iniesta. Piqué. Sieht genauso aus wie ich. Im Gesicht. Ein guter Doppelpass. Nur die Haare von meiner Frau. Alles andere wird kein Sinn machen. Hübsches Mädchen. Suarez. Richtig gut. Also Erlen nur ist Mädchen. Genau, ich bin ja schon eine Pussy. Eine Erline. Also ändert sich nicht viel. Eine Erline. Eine Perle, oder das dann, eine Perle. Jetzt die Flanke. Jetzt! Ja! Oh, geiles Ding! Jawoll! Dieses Tor müssen wir uns nochmal anschauen. Den hätte selbst Silbsturm gemacht. Aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschluss leicht. Klasse gemacht. So, da hat die Abwehr schlicht und ergreifend. Ich hab schon gedacht, du haust drüber. Zuschauen ist angesagt. Klasse. Ich hab schon gedacht, nur mein Helden. Klasse Technik. Oh, abseits. Den hält er super. Jetzt Eckball für Barca. Wir müssen dauerhaft kommentieren hier. Gell? Was, wir? Die anderen? Ich hab's abgedockt. Ich brauch ein großes Bild. Aber Turan! Das ist halt immer doof, dass man das beim Stream selber nicht so sieht. Mieze ist unser Dolmetscher. Dafür haben wir Mieze dabei. Aber Mieze ist ja unsere Sekretärin und unsere Twitch-Vorleserin. Erstmal Gronkh. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Was? Es gibt Einwurf. Bis. Jetzt der Angriff von Barca. Ich glaube, ich werde diese Nacht schlafen wie so König. Benzema. Bin total fertig, ey. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Ach du Scheiße. Luis Suarez! Vor allem, was mir aufgefallen ist. Wer streamt? Barcelona. Wer streamt? Piqué! Schön gehalten! Ihr müsst mich nicht zweimal fragen, ich hab's beim ersten Mal verstanden. Wo streamt der denn? Auf seinem? Was ich bisschen doof fand, dass das Overlay am Samstag anders war als unser Overlay. Hat das einen Grund gehabt, oder? Vielleicht. Was hat der denn für ein Overlay? Stimmt, hellblau hat er gehabt. 11 Meter! Und das gibt Eckball! Keine Ahnung. Silstorm hat bestimmt eine Antwort darauf. Nein, Rudi Feller. Sergio Ramos! Ey. Klasse Aktion, Torwart hält den Ball fest. Aber trotzdem fand ich ein geiles Stream, Charata. Hat mir gefallen. Jetzt geht Neymar in die Offensive. Auch wenn du leicht angetüdelt warst mit 1,8 Promille auf dem Kessel. Hey, bei super, uns in der Nähe hat einer mit 5,2 Promille ein Klo in der Disco hochgehen lassen. Gut vom Torwart. Was? Ja, der hatte 5,2 Promille. Alter, das könnte nicht mehr stehen. Und Ronaldo geht nach vorne. Da wärst du eigentlich schon hin. Haben denn die schon mal vom Clan-Treffen gemeldet? Nee. Ball bei Neymar. Da musst du mal dranbleiben, nochmal neu schreiben, Mietze, oder mal anrufen. Es gibt den Vorteil hier nach dem Fall an Bale. Also, warte. Ich muss mal hier meine Datei aufmachen. Via Dropbox. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Mach ich dann hier. Keine leichte Aufgabe heute für den FC Barcelona. Nein, da begegnen sich zwei ausgeglichene Teams. Das könnte ein Nein! feines Match das werden. Das gibt's doch nicht. Flanke in Richtung Suarez. Den schmeißen. Aus.
Ja, ich... Kann doch nicht sein, dass ich den Ball nicht behaupten kann. Wird's jetzt gefährlich. Du musst L2 drücken. Ja, wenn du den abschirmst. Das könnte was werden. Abseits. 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 Da passt das Timing nicht. Messi im Abseits. Du musst L2 drücken, dann schirmt er den Ball ab. Oh, mein ja, Mo ist offen. Ich erinnere mal an Freitagabend, ja, da Mantilla und Lukas Boss Geburtstagsstream. Ach ja, sind das Zwillinge, ne? Nehmen wir mit dem Ball. Ja. Wo haben sie zum 18. Puffe? Puff gehen? Und das gibt Einwurf. Ja, logisch, wenn sie Zwillinge sind, haben sie am gleichen Tag Geburtstag. Stream wir für euch. Und der Ball ist weg, das war unnötig. Live, YouPorn. Jetzt Cristiano Ronaldo. Okay. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Die Defensive steht. Das gibt's doch nicht. Fairer Einsatz hier. 4 Minuten Nachspielzeit werden angezeigt. Was du also? Okay. Das könnte eine Gelegenheit werden. Oh, da war ein Haken zu viel. Einsatz. Hey, wir fangen. Ja, noch ein Gast ja. mehr hier. Noch Ach, ein Gast mehr bei dir. Er entscheidet Das umgetreten. Ist eine gute Position. Oh, nee. Deswegen muss mein Audio auch mit einbeziehen. Ja, natürlich. Ich muss Quatsch. Das auch machen, wurde auch dazu gezwungen. Ja, dass er den verwundet. Ansonsten übersetzt mal alles, was der Mensch sagt, ja. Er fragt, ob er sein Auto jetzt auch einbeziehen muss. Sein Auto? Wir haben gesagt, ja, sein Auto einbeziehen muss. Was will er denn für ein Auto hier? Er muss sein Auto einziehen lassen. Ja, Moment, sein ich Auto muss kurz Garage. Damit läuft der zweite Durchgang. Und Neymar trägt den Ball nach vorne. Das und ihr alle habt das endlich geschafft. Wichtig! Gott sei Dank. Den Ball hat er sicher. Gott sei Dank. Er hat schon gesagt, jetzt wird es bei uns auch Zeit. Ich habe gesagt, nein. Den Zweikampf. Ey. Lionel Messi am Ball. Wollen wir nichts überstürzen hier. Das könnte gefährlich werden. Na, wieso denn? So ein paar Scorpios? Messi bringt ihn rein. Hier steht der Verteidiger gut, er hat den Ball. Nimm doch keine Skorpione zu weit. Skorpione? Sieht gut aus, sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Du hättest auch gern Schnecken, du hättest auch gern Pinguin. Da gibt der Freistoß. Gute Möglichkeit. Ja. Schnecken. Eine Schnecke hat er ja schon. Nämlich deine Schnecke. Ja. Das war die Gelegenheit. Die und alle Hände gehen nach oben. Die Hände zum Himmel. Zum Himmel. Komm, lasst uns fröhlich sein. Wir klatschen. Mieze das von so schön gesungen, komm, hau noch mal raus jetzt hier. Nein, bestimmt nicht. Also ich hab das richtig schön gehört von Maid am Telefon. Ich dachte mir, alter Falter, bei uns ist Stimmung im Clan. Immer. Piqué jetzt am Ball. Bei uns ist immer Stimmung. Messi. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Ich hab's nicht gesagt, wenn Jay, wo Arthur zum 18. im Puff gehen, stream Mantilla und Lukas Geburtstagsstream, ey. Ja, schon, ne, klar. Muss man schon mal machen, also bitte. Naja, wir können ja mal YouPorn ein bisschen einblenden, damit sie wissen, was das eigentlich auf sie zukommt, ja. Jetzt der Angriff von Barca. Nee, pass auf. Suarez! Den Ball hält er gut. Es gibt Ecke für Barcelona. Sei schade, dass Casillas nicht mehr bei Madrid ist, ne? Den fand ich besser als noch was. Na gut, der ist alt geworden. Ach, da kommt der Taktik jetzt, oder? Ja, ich auch, im Hintergrund. Ja. Kein Plan, wovon ihr redet, habt doch sagen. So, ja, ich auch. Komm, mal die Sprinttaste. Ich hab doch schon durchgedrückt. Die brennt schon bei mir, ja. Reihenweise. Und er pfeift abseits. Die ist schon eingedrückt. Die klemmt schon. Die ist schon eingerastet. Wenn wir gebremst sind, wir waren heute Mittag essen. Mein Ausbilder, ich, der Lars und der Tilo. Und ich hab mir Chili Cheese Nuggets bestellt.
Also ihr wart beim Bäcker. So 6 Stück als Vorspeise? Nee. Burger King. KFC. Jetzt wird's gefährlich. Nee, ja, KFC. Das siehst du, siehst du. Nee, auch nicht KFC. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Nee, wir waren bei Mali. Jetzt! Geh, Junge! Geh! Dicker! Also, ich hab viele Scharfes gegessen, aber das hab ich noch nicht erlebt, echt wahr. Wieso den kommt hätte selbst Mieze reingemacht! Wieso kommt denn den halt mit Maul an den Dingern verbrannt? Wird's jetzt gefährlich? Ich hab auch reinbekommen. Mieze, mach mal was. Ja, was soll ich denn machen? Mieze! Ja, da hat er die Situation ja, schreibt er hier, Mieze, mach mal was. Sollen wir machen? Absolut, Wolf, das war gedacht. Füße spielen und lachen. Er hat das Stück aufhören. Nicht mehr folgen. Schiri abpfeifen. Barca jetzt in der Offensive. Oh, das ist doch. Nein, das ist, klar. Ist klar. Also, das darf nicht passieren. Sie Anstoß Tor oder was? Ach, ist doch Fritze. Ist doch Fritze. Und er profitiert von seiner exzellenten Schusstechnik und setzt den Was Ball für eine Schusstechnik denn? Da kommt das Zuspiel für Ramez. Jetzt ist der Ball dort auf weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Und jetzt Suarez. Da ist er da und hat die Flanke. Oh, ich hab's gerade der Engel mit dem Kopfball hier dran. Oh Mann, ey. Ball bei Neymar. Barcelona mit dem Angriff. Und jetzt der Schuss. Und weil es so schön war, erneute Ecke. Hätte auch Hand sein können. Und hier die beiden Teams im hätte Vergleich. Hier ist das Eckenverhältnis. Piqué! Da muss mehr kommen, Freunde. So wird das sicher nichts mit dem Tor. Du musst gehen. Sehr guter Einsatz. Und soll ich gehen? Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Es gibt den Freistoß. Och, das war doch gar nix. Ist doch gräulich. Neymar. Na klar. Oh. Herzinfarkt. Aber kommt auch an den Ball. Hat übrigens gerade mitgesummt. Jetzt Messi, er könnte abspielen. Pepe geht da rein. Was hat er gesungen? Ola Paloma Blanca oder was? Das Spiel ist ausgeglichen. Damit kann Real Madrid nicht zufrieden sein. Ola Paloma Blanca. Blanca. Neymar. I'm just a bird in the sky. Was macht Ronaldo jetzt? So, Tante Jutta, weil ich jetzt Krövi. Gefährliche Flanke. Und jetzt gibt's hier den Freistoß gegen. Was, Real. Was, wie bitte? Für was? Ja, keine Ahnung. Hier kommt die Statistik zum Ballbesitz. Alles sehr ausgeglichen, dann. Ja, schon dann. Ja, so ein Pugnare. Baum, Baum, die Erklärung für alles. Baum. Ballbaum. Das könnte gefährlich werden. Ballbaum. Und du, Neymar! Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Raus! Diese alle auf meinen Killgeiern hier. Widerlich. Iniesta. Der FC Barcelona spielt weiter nach vorne. Die Katalanen wollen hier noch den Siegtreffer erzielen. Abseits. Messi! Oh, das Lied meinte ich nicht. Das ist ein bisschen zu aber Messi mit dem Versuch! Ronaldo am Ball. Jetzt, Mensch, komm, komm! Hier, ich passe hier eine Torchance. Oh Gott, es ist hallo. Macht Real. Ach, noch eine Ecke. Es gibt noch mal oh je, komm, alle. Komm schon. Keeper war
Und Schuss! Oh. Schon wieder ein Unentschieden! Das Unentschieden. Doch gar nicht! Doch, bei Roller! 2 zu 2! Künstlerisch-fußballisches Können, also auf Lustigkeit und Spaß. Ja, das gibt's ja, nur bei Roller. Die Klicks-Elots, die mit dem roten Stuhl. Bitte was? Kann man gut essen, ja? Das hat nicht mal schlecht geschmeckt. Ja, teuer essen kann man dort auch, ja. Ja, lecker aber auch. Oh, war aus. Ich guck nebenbei. Wo ist Pause? Weiß, was du tust. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ja, das ist aber schön. Ich ja. Ich nimmer. Oh Gott, hallo. Eben.